Hi zusammen! Also, ich war gestern ein klein wenig einkaufen und zwar in Essen. Ich war wieder ein bisschen im Primark. Ist jetzt nicht der allergrößte Primark-Haul, den ich jemals gedreht habe, aber ich habe ein paar schöne Sachen gefunden. Und das trotz unglaublicher 34 Grad. Also ich glaube, bei vielen von euch sieht es ähnlich aus. Also die Hitze hier ist echt unerträglich und ich hoffe sehr für euch, dass ihr nicht unterm Dach wohnt, denn dann sieht es wahrscheinlich ähnlich aus wie bei mir. 29,7 Grad in diesem Zimmer. Und ich habe die Fenster zumachen müssen, weil ihr sonst die ganzen Autos hört, die vorbeifahren. Also es ist echt wahnsinnig heiß und ich hoffe, wir kommen schnell durch mit dem Video. Also ich habe als erstes etwas gekauft, total passend zum Wetter, mit langen Ärmeln. Es war reduziert von 10 Euro auf 3. 3 Euro, ganz ehrlich, 3 Euro. Und zwar ist das dieser Pulli hier, grau und neongelb gestreift. Ich finde ihn super schön und ich wollte ihn damals schon haben, als er noch nicht reduziert war. Aber ich finde, 10 Euro für so Primark-Sachen sind schon viel. Also es ist insgesamt nicht viel für so einen Pulli, aber ich finde, für Primark-Verhältnisse ist das schon viel Geld. Und deswegen habe ich gewartet, weil ich ihn jetzt nicht so dringend brauchte und so dringend haben wollte, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Also er ist jetzt nicht besonders dick, hat so ein ganz leicht durchscheinendes Material, hat auch so ein paar Silber-Glitzernähte, die hier durchgehen. Also vielleicht könnt ihr das erkennen, hier so ein bisschen. Aber ich finde ihn echt richtig schön und den gibt es auch in Grau-Pink, aber ich glaube, in Grau-Pink ist er noch nicht reduziert. Naja, für 3 Euro kann man echt nicht viel falsch damit machen. Und ich würde den super gerne zu einer weißen kurzen Jeans-Shorts tragen. Ich finde, das wird so gut passen. Und ich habe nicht so viel neongelbe Farben. Also habe ich mir gedacht, der Pulli wird ganz schön sein. Dann habe ich mir etwas für 4 Euro gekauft, was eigentlich aus dieser ganzen Wäsche- und Schlafanzugabteilung kommt. Aber ich bin da nicht so streng mit und ich finde, manche Oberteile in der Schlafanzugabteilung sehen richtig schön aus. Und meist sind sie auch noch so ein bisschen billiger als aus der normalen Abteilung. Also habe ich mir so ein Top hier gekauft und ich habe nicht vor, das nur zum Schlafen zu tragen. Also ich habe es so angezogen zu einer Jeans-Shorts und ich fand, es sah wie ein normales Top aus und deswegen werde ich das nicht nur zum Schlafen tragen. Also ich finde es super schön hier unten und ich finde es fast schon schade, um es eben nicht einfach so auch mal anzuziehen. Hat hier so ein Bündchen und eine kleine Knopfleiste. Ich glaube, die Knopfleiste muss ich so ein bisschen zunähen, weil ich Angst habe, dass mir das hier gleich aufgeht, weil diese Knöpfe im Primark gerne mal aufgehen. Also das ist mir schon häufiger mal aufgefallen. Die Löcher sind manchmal ein bisschen zu groß, finde ich, für die Knöpfe gemacht. Und dann braucht man sich nur so ein bisschen vorzubeugen und dann sieht man alles. Also das wäre nicht so schön, aber sehr schöner Baumwollstoff, sehr schön weich und hat 4 Euro gekostet. Dann habe ich etwas gekauft, was wieder für Primark, finde ich, teuer war. Also ich habe eine Bluse gekauft für 9 Euro, aber ich finde sie so super schön und ich wette, ich werde die ganz häufig tragen. Die sieht so aus, ist also blau und gemustert. Hat hier so goldene kleine Knöpfe an den Schultern und ich finde sie super interessant geschnitten. Also sie hat einfach wirklich einen sehr schönen Sitz. Hier unten hat sie einen Gummi, deswegen sitzt sie halt so ein bisschen übergroß und der Ausschnitt ist sehr schön. Ich mag die Farben total gern. Dann habe ich mir noch etwas gekauft, was auch reduziert war und was ich schon in Korall habe und euch auch schon gezeigt habe. Von 8 auf 3 Euro runtergesetzt. Wieder so ein etwas oversized Shirt, ein Crop Top in so einem Blau. Ich weiß gar nicht, wie man diesen Blauton nennt. Das ist vielleicht so ein bisschen Pastellblau, ein bisschen mit Grau gemischt oder so. Ein bisschen auch vielleicht ins Lila stechende, ich weiß nicht. Auf jeden Fall bin ich jetzt ein bisschen dunkler geworden durch das Wetter. Und ich habe das Gefühl, ich kann die Farbe jetzt besser tragen als damals, als ich mir halt dieses Korallshirt hier gekauft habe, weil ich damals einfach zu blass für die Farbe war. Sonst hätte ich es auch gleich in Blau mitgenommen. Und ich habe es in Koralle jetzt schon so häufig getragen und ich bin sicher, in Blau werde ich es auch häufiger tragen. Es ist super, um es zu einer High-Waisted-Hose vielleicht zu tragen. Oder aber, wenn ihr sowas nicht tragen wollt, dann könnt ihr prima einen Top drunter ziehen oder jetzt im Sommer auch eigentlich ein bisschen bauchfrei rumlaufen. Also ich persönlich finde das nicht so schlimm. Ich mag den Ausschnitt gerne, weil er relativ groß ist. Deswegen kann man das Crop-Top schön über die Schulter ziehen und dann eben mit einer Schulter nackt rumlaufen. Sieht sehr, sehr süß aus und lässt sich zu sehr vielem kombinieren. Zwei Sachen, die ich euch dann noch gerne zeigen wollte, die ich für euch gekauft habe, für diese Verlosung, die ich im Moment am Laufen habe. Und zwar sind es diese Täschchen, die ich ja auch schon habe. Und ich habe ja gesagt, ich möchte ganz gerne für die Verlosung noch irgend so ein kleines Geschenk haben, das wirklich von mir kommt, mit ein paar kleinen Produkten, die ich wirklich empfehlen kann. Es werden wirklich nur ein paar Kleinigkeiten sein, aber wenigstens so als kleine Geste.
Und ich war jetzt im Primark und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass diese Täschchen immer noch die schönsten sind von allen, die da waren. Falls ihr interessiert dran seid, die kosten 5 Euro pro Stück. Ich habe meines schon vor einiger Zeit gekauft und es ist immer noch nicht runtergesetzt. Also es ist aber auch wirklich ein sehr schönes Täschchen und meines verwende ich so häufig und auch richtig gerne. Sieht von innen jetzt nicht besonders aus, so wie alle Taschen im Primark, aber dafür ist es wirklich einfach nur süß anzuschauen und ich denke, das wird vielen von euch gefallen, weil als ich euch damals dieses Täschchen gezeigt habe, als ich es zum ersten Mal gekauft habe, da haben mir sehr viele geschrieben, dass sie diese Täschchen super schön finden. Also habe ich mich halt dafür entschlossen und ich hoffe, das wird auch den Gewinnern gefallen. Dann habe ich Haargummis gekauft. Meine Haargummis gehen ganz schnell kaputt und ich wollte eigentlich endlich mal welche kaufen, die nicht diese Metalldinger hier haben. Aber ich habe einfach keine gefunden. Also im Primark gibt es die nicht und die waren von 1,50 auf 50 Cent runtergesetzt. Und es sind 40 Stück, also ich weiß nicht, ich habe immer schon diese Metall-Haargummis benutzt und habe jetzt nicht das Gefühl, dass meine Haare kaputt davon werden und dass sie davon abbrechen. Also deshalb habe ich sie einfach mitgenommen, weil ich die Farben sehr schön fand, sehr schön sommerlich fand und ich mag Pastellfarben einfach total gerne. Und ich habe die Haargummis übrigens dreimal gekauft. Also hier habe ich nochmal zwei Packungen, die lege ich dann auch für diese Verlosung dabei, weil ich die einfach super passend fand für diese Jahreszeit gerade. Und im Moment trage ich ganz ehrlich, außer in meinen Videos, meine Haare so gut wie immer, so wie jetzt. Also im Dutt oder zumindest so einen hohen Pferdeschwanz. Also, das war mein Haul-Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich sehr auf eure Videoantworten, falls ihr mir welche schicken wollt. Und falls ihr in nächster Zeit in den Primark geht, ich kann euch sagen, ich war am Montag da. Und das war in NRW so der erste Ferientag und es war sehr schön leer. Also zumindest für Primark. Für Primark-Verhältnisse. Also ich hoffe sehr, dass das in nächster Zeit auch so bleibt, aber die Verkäuferin hat mir gesagt, ich spreche ja immer irgendwelche Verkäufer an der Kasse, die Verkäuferin hat mir gesagt, dass es in den Ferien, zumindest so in den ersten Wochen, immer relativ leer ist. Also ich weiß nicht, wie sehr man sich darauf verlassen kann, aber da habt ihr es. Ich denke, samstags wird es immer noch brechend voll sein. Vielleicht lag es jetzt auch an dem Wetter, weil es ja echt sehr heiß war und die Leute wahrscheinlich nicht rausgehen wollten. Ich weiß nicht, ich fand es ganz gut, dass ich shoppen war gestern, weil ich so gut wie nur in klimatisierten Räumen war und vor der Hitze wirklich flüchten konnte. Also ich fand die Idee gar nicht so schlecht und es hat wirklich Spaß gemacht. Also ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir sehr gerne unter dieses Video Fragen stellen, die ich in einem Fragen- und Antwort-Video beantworten würde. Also ich wurde häufig in letzter Zeit gefragt, ob ich mal wieder so eine Art Vlog mit Fragen und so drehen könnte. Und das mache ich sehr gerne. Also stellt mir alle Fragen, die ihr auf dem Herzen habt, sehr gerne. Und ich werde mir halt ein paar wieder aussuchen und beantworten in dem Video. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Und dritter Versuch jetzt, das Video zu beenden. Bis dann. Ciao.